Okay, dann wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ja, und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Bevor ich jetzt an den Jens übergebe, wie immer einmal den Risikohinweis. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen und Sie müssen wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Ganz wichtig. Dann sage ich ja, viel Spaß, viel Erfolg. Ich übergebe den Bildschirm und wenn irgendwas ist, ich bin wie immer im Hintergrund. Okay, so, einen Moment. Dann müsste man just in diesem Moment auch von mir noch eine schöne Slide sehen. Morning. Perfekt. Ja, auch ich begrüße alle ganz herzlich hier zum heutigen Event. Freue mich, wieder hier sein zu dürfen und wir werden uns einen Blick auf die Markteröffnung gönnen. Es gibt ein interessantes, sehr interessantes Bild in meinen Augen, was wir dort jetzt gerade im DAX sehen. Der eine oder andere, der hat es ja gestern sicherlich beobachtet. Ich muss sagen, ich wurde ziemlich überrascht. Also nicht negativ überrascht, sondern ich wurde erstmal nur überrascht von der Volatilität. So wie sich der Markt da gestern dargestellt hat, hätte nicht gedacht, dass da so ein Schub auf der Unterseite wirklich dann entsteht. Und wir sind ja gestern auch in den US-Märkten dann in den Nachmittag, Abend wieder in unserer Zeit nochmal stärker unter Druck geraten und haben sogar einen sehr interessanten Bereich angelaufen. Es ergeben sich daraus jetzt unglaublich viele Möglichkeiten, den Markt zum einen tradingtechnisch zu thematisieren, mögliche Setups, aber eben da auch aus einem eben researchtechnischer Perspektive, also zu analysieren, was da gestern eigentlich passiert ist und da vielleicht mal so ein paar auch Gedanken einfließen zu lassen, die für die Zukunft vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer hier ganz interessant sein könnten. Also bei mir zumindestens mal hilft das tatsächlich sehr, diese Betrachtung, die wir damit einfließen lassen wollen. Es ist keine allumfassende, aber es ist eine ja doch relativ tiefgehende, die natürlich mal zeigt, wieso Angebot und Nachfrage in den Markt kommen könnten und entsprechend dynamische Bewegungen begünstigen könnten. Auch ich habe natürlich ganz vorbildlich einen Risikohinweis hier vorbereitet. Der ist allerdings jetzt wahrscheinlich dann entbehrlich, ausgehend von der Tatsache, dass der Nelson ihn gerade schon eingezeigt hat. Ich wollte noch etwas anderes hier kurz machen, nämlich das Buch von mir, was erscheint am 3.12. jetzt kurz hier präsentieren. Interessanterweise ist es so, dass sich das kurzzeitig nochmal um etwa 4 Wochen, 5 Wochen verschoben hat. Das war nämlich eigentlich, der Veröffentlichungstermin war geplant für den 5.11., also das heißt letzte Woche Montag. Das ist nicht veröffentlicht worden, weil nämlich die Grafiken an der einen oder anderen Stelle noch nachbesserungswürdig waren oder bedürftig waren. So, die waren in meiner Welt schon gut, aber die haben dann beim Buch festgestellt, dass da irgendwie nochmal so ein bisschen eine Unklarheit, gröbere Unfeinheiten eben so vorhanden waren und haben dann gesagt, dass wir den am besten nochmal nachbessern sollten. Ich kann aber jetzt schon bereits sagen, in 1,5 Wochen, also das heißt nächste Woche, Freitag und Samstag, ist ja die World of Trading in Frankfurt. Der ein oder andere schaut vielleicht jetzt just aus dem Kreis Frankfurt hier vorbei. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der gar nicht in der Gegend wohnt, aber der sich sagt, einmal im Jahr fahre ich dort in diese Stadt und bin zur World of Trading vor Ort. Ist auf jeden Fall so, das hat mir der Finanzbuchverlag gesagt, auch wenn das Buch erst ab dem 3.12. erhältlich ist bei Amazon. Man kann es übrigens auch auf die Webseite, auf die wir gleich noch eingehen wollen, mit dem Simulator und so weiter vorbestellen. Es werden auch einmal auf jeden Fall schon Exemplare dort vor Ort sein. Das heißt also, da könnte man sich dann druckfrisch mehr oder minder einige Exemplare eben sichern. Ich bin auch vor Ort. Ich werde auch am Stand von FX Flat und CapTrader Vortrag halten. Also das heißt, es gibt dann diese, ja, ich nenne es jetzt mal so, man merkt, dass ich ein bisschen alt werde, diesen neumodischen Kram mit Selfie, den könnte man dann in Betracht ziehen, dass man da dann, weiß ich nicht, ein kleines Selfie dazu macht mit dem Buch oder sonst was. So, das also in diesem Zusammenhang und dann wollen wir auf die Markteröffnung schauen im DAX. Ich habe hier den DAX schon mal vorbereitet auf der Stunde, will aber gleich mal hier auf die 5-Minuten-Ebene gehen. Ich will das übrigens auch mal ganz kurz reinschreiben, damit man das danach auch noch sehen kann. Einen Augenblick. Schreibt mal jetzt hier hin. DAX. 5 Minuten ist das. Ist eine ganz interessante Konstellation. Die Open Range, die wird hier gekennzeichnet mit diesen zwei dünnen Linien. Wir müssen auch tatsächlich noch ein bisschen warten. Ich werde das Setup gleich noch vorstellen. Die Open Range steht jetzt. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Klassisch ist es so, dass wir eigentlich jetzt hier einen Buy-Stop setzen würden auf diese obere rote Linie. Das heißt also ein Buy-Stop beim Hoch dieser letzten 5-Minuten-Kerze, welche, ups, jetzt sehe ich gerade,
Ah, okay, jetzt wird es angezeigt. Das Hoch der Kerze liegt bei 11.390,5 Punkten. Da läge jetzt theoretisch der Buy-Stop. Stop der Position wäre hier auf dem unteren Ende der Range, die untere rotfarbene Linie oder dieser dünne rotfarbene Strich dort unten. Stop der läge bei 11.327 Punkten. Wir haben also eine Open Range von 63 Punkten. Und wir würden demnach auch Long Setup traden, weil wir nämlich oberhalb hier dieses blaufarbenen gleitenden Durchschnitts handeln. Also ich schmeiß das jetzt einfach alles rein. Wir werden gleich nochmal, ich werde nochmal eine Slide zeigen, und werden das nochmal ganz sauber durchstrukturiert eben, dass man auch einen Screenshot machen kann und so weiter uns anschauen. Und ausgehend hiervon wären wir jetzt eigentlich auf der Long-Seite unterwegs. Also beziehungsweise, müssen wir mal schauen, ich glaube, wir haben den Trade jetzt gerade ganz knapp nicht getriggert gesehen. Oder dieses Setup nicht ganz knapp nicht getriggert sehen, zumindest bis jetzt noch nicht. Ich möchte diesen Trade aber nicht machen. Ich möchte die Long-Seite sehr ungern traden. Und das hat jenen Grund, dass ich nämlich das übergeordnete Bild hier vor Augen habe. Und ich lasse es erstmal so. Wir werden gleich nochmal kurz reinzoomen, dann wird es noch ein bisschen klarer jetzt in diesem Bereich. Und zwar ist es nämlich so, dass wir hier, nachdem wir in die Bodenbildung gegangen sind, Ende Oktober, dort gegen 11.050 Punkte war es, dass wir begonnen haben, eben diesen Bereich zu verteidigen und dann eine dynamische Gegenbewegung mit Zielbereich 11.670, 11.700 Punkten ungefähr, da findet sich eine stärkere Widerstandsregion, jetzt angelaufen sind. So, jetzt gab es hier bereits einmal ein kurzes Aufsetzen in diesem Bereich, nachdem wir nämlich über das Level 11.400, 430 Punkte waren es, gelaufen waren. Das war dann das Widerstandsniveau, so kann man sagen, auf der Oberseite, nachdem wir hier die 11.050 zunächst mal verteidigt haben. Das hat sich kurzfristig hier als signifikant herausgestellt. Wir liefen dann drüber über das Level und sind diverse Male in diesem Bereich zurückgesetzt. Also das kann man hier sehen, diese drei Auflagepunkte. Das ist übrigens ein, das fällt mir auch hier auf, ich sollte vielleicht mal reinschreiben, was das überhaupt für ein Chart ist. Das ist ein Stundenchart, also DAX Stunde. So, das ist also die Zeitebene, die den 5-Minuten-Bereich, den wir gerade dort uns angeschaut haben, dominiert. Und dadurch erwuchs schon bereits eine erhöhte Signifikanz um 11.400 Punkte. Wir sind dann nach der Attacke auf die 11.670, 700, die übrigens hier mal auch eigentlich nur als Orientierung zunächst auf der Oberseite diente. Also das ist ein Level, was sich dann immer als signifikanter herauskristallisiert hat über die letzten 2,5, 3 Wochen. Aber es ist auf jeden Fall so gewesen, dass das erstmal nur eine Orientierung war. Wir sind im Bereich angelaufen, wir setzten zurück und wir fanden wieder eine Unterstützung um 400, 430. Da hat dieser Bereich dann angefangen, seine Signifikanz zu unterstreichen. Wir liefen wieder in diesen Bereich, scheiterten 670, 700, liefen wieder zurück, haben wieder diesen Bereich verteidigt. Das war dann vergangene Woche am Freitag. Und dann war es so, dass wir gegen diesen Bereich eben nochmal anzogen. Und das Interessante war jetzt auf diese Reaktion, dass ich ehrlich gesprochen eigentlich die Attacke auf der Oberseite erwartet habe. Und das war das, was ich gerade mit überraschend meinte. Die Attacke, die blieb aber aus. Also das heißt, wir sind gestern gleich vom Anfang des Handelstages weg unter Druck gewesen und haben nochmal den Bereich, aber diesmal nicht nur angelaufen um 11.400 Punkte, sondern eben auch unterschritten. Und das ist ein äußerst signifikanter Bruch gewesen, der dann auch mit starken Abschlägen in Folge eben tatsächlich einhergegangen ist. Und nun ist es so, dass aus dem signifikanten Bereich und aus der Tatsache, dass das um 11.434 Punkte vorher eine Unterstützungsregion war, offensichtlich, wie sich ja hier diverse Male gezeigt hat, dass aus der Unterstützung jetzt ganz klassisch eine Widerstandsregion wird. Und deswegen möchte ich derzeit die Long-Seite nicht traden. Warum? Nun, wir traden, das sieht man hier oben, 11.380, 11.400 Punkte. Wir sind also fast im Hoch genau in diesem Bereich gelaufen. Und wir haben aktuell auch Schwierigkeiten, weiter das Momentum auf der Oberseite aufzunehmen. Das heißt also, wir können jetzt schon bereits aus der Price Action ablesen, dass da offensichtlich in den Markt kontinuierlich Angebot geben wird. Die Frage, die sich natürlich stellt jetzt in den Folgestunden, ganz klar ist, sind wir vielleicht in der Lage, diesen Bereich zurück zu erobern? Ausgehend von dem relativ dünnen Wirtschaftszahlenkalender, den wir heute haben, muss ich aber sagen, ich habe da meine Zweifel, ob das wirklich gelingt. Auf der Kehrseite gut. Das Gegenargument, was sofort in den Raum gefeuert wird, ist, naja, gestern war der Wirtschaftszahlenkalender auch nicht besonders prall und wir sind trotzdem im DAX über 1% ins Minus gegangen. Also, und auch der Dow Jones dann ist über 1,5, ich glaube 2% sogar unter Druck geraten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass ich hier aus Chance-Risiko-Verhältnistechnischer Sicht sehr, sehr ungern mich long positionieren möchte, sondern in der Tat sogar jenen Bereich eher für Short-Engagements in Betracht ziehen würde. Also ausgehend, wie gesagt, von dem Modus auf der Stunde. So, wir können jetzt mal so ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir auch ein bisschen größeres Bild. Also da können wir diese Region jetzt nochmal relativ gut erkennen. Würde ich jetzt sofort dort einen Short reinhalten? Nein.
Das auf gar keinen Fall, denn dafür ist die Vorbörse einfach ein bisschen zu stark gewesen. Nichtsdestotrotz tendiere ich dazu, jenen Bereich jetzt hier als möglichen Fehlausbruch aus der Open Range auf der Oberseite zu sehen. Also heißt, um es mal ein bisschen Trader-Lingo, Englisch-like zu formulieren, ich würde diesen Ausbruch faden. Also das heißt, ich würde auf einen Fehlausbruch spekulieren auf der Oberseite. Aber wie gesagt, jetzt nicht sofort einen Short aufbauen, sondern eben abwarten, ob der Markt nach oben wirklich Schwierigkeiten bekommt. Und dann könnte man sich überlegen, mit einem Volatilitätsstop an dieser Stelle dann, zu versuchen, hier super aggressiv in diesem Bereich sich Short zu positionieren. Das wäre auch tatsächlich eine Herangehensweise, die ich mit reduzierter Positionsgröße dann eingehen wollen würde. Die Sache ist nämlich die, klassisch wäre es eigentlich so, du würdest vielleicht in diesem Bereich dann auf ein potenzielles Umkehrsignal warten. Allerdings wäre das ein relativ schwaches Umkehrsignal, weil es vielleicht in irgendeiner Form, ja, bearish Engulfing wäre zum Beispiel. Ja, der ein oder andere weiß vielleicht jetzt sofort, wovon ich spreche. Wenn wir uns das mal kurz jetzt hier anschauen, das nutzen wir gleich noch in anderem Zusammenhang. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine grüne Kerze haben, so, ich lasse das jetzt mal so, oder Moment, können die auch füllen, einfarbig mit grün. Geht das, wenn ich hier grün mache? So, ja. Nein. So. Magst du nicht? So. Und dann wäre es so, dass man eben hier jetzt so eine Kerze, die tief, vielleicht sogar diese umfassend in Rot, diese umschließt. So, das nennt man dann in der Candlestick-Theorie, nennt man sowas bearish engulfing. Andersrum, wenn es rot ist und dann so von einer grünen umschlossen wird, ist es ein bullish engulfing. Das wäre zum Beispiel ein mögliches Umkehrsignal. Das ist allerdings die Signifikanz sehr in Frage zu stellen, weil es ein 5-Minuten-Chart ist und weil diese Konstellation auf höheren Zeitebenen ebenfalls signifikanztechnisch wächst, aber auch dann nicht in dem Bereich wächst, so dass ich jetzt sage, das ist jetzt das Zeichen, dass der Markt potenzielles Top oder einen potenziellen Boden ausgebildet hat. Klar, in Verbindung mit dem Bereich um 11.400 Punkte wäre das sicherlich schon signifikant, aber alles in allem sollte man da meiner Meinung nach ein bisschen vorsichtig sein, ob ich das jetzt sofort als Umkehrsignal sehe. Nichtsdestotrotz, und das sieht man jetzt hier zum Beispiel, dieses starke Überdehnen auch auf der Oberseite, das ist eigentlich sehr günstig, weil ich persönlich sagen würde, dass erhöht die Chance, dass es zu einem relativ scharfen Rücksetzer kommt, der mich vielleicht sogar relativ zügig in die Lage bringt, einen risikolosen Trade in Anführungsstrichen zu kommen. Also risikolos bedeutet, ich habe zwar ein initiales Risiko, kann den Stop aber relativ zügig auf Break-Even nachziehen. Das ist also durchaus etwas, was jetzt bereits in meiner Gedankenwelt offensichtlich beginnt, sich zu formieren, wie man dort in den Markt kommen könnte. Nichtsdestotrotz ist es, denke ich, noch zu früh. Es ist noch zu früh, würde aber vielleicht überlegen, dass man vielleicht sagt, ich shorte den, sobald wir hier dieses Tief dieser Kerze, welches dann übrigens auch im Bereich der Open Range liegen würde, dass ich dieses dann eben verkaufe. Also das heißt, sollten wir jetzt hier wieder ineinander zusammenfallen durch eine versiegende Nachfrage auf der Oberseite, weil wir doch schon eine sehr starke Gegenbewegung gesehen haben, weil wir in einem starken, potenziell starken Widerstandsbereich uns befinden, dass das CRV für Long Engagements unattraktiver wird, dann könnte ich mir, wie gesagt, überlegen, hier diesen Bereich jetzt entsprechend zu shorten. Doch nichtsdestotrotz, es stellt sich natürlich erstmal noch die Frage, wie würde ich da mit einem Stop eben arbeiten oder was für ein Stop-Level würde ich wählen? Und in dem Zusammenhang will ich mal kurz hier einen Indikator drunter legen, der sich dafür relativ gut eignet. Findet man im Bereich hier Oszillatoren und dann ist es gleich da oben der erste, die Average True Range. Und machen wir den hier auch mal ein bisschen dicker. So. Das ist eine durchschnittliche Schwankungsbreite, in dem Fall der letzten 14 5-Minuten-Kerzen. Die Signifikanz ist aktuell noch so ein bisschen in Frage zu stellen, weil die letzten 14 5-Minuten-Kerzen sind die letzten 70 Minuten. Na, obwohl, jetzt passt es gerade. Ich habe gerade festgestellt, ich dachte, wir sind noch 9 Uhr, also vor 9.10 Uhr, so, weil der FDAX ja erst ab 8 Uhr handelbar ist und dann infolgedessen da sich ein bisschen die Frage stellt, ob wir überhaupt eine Signifikanz eben haben, wenn wir da in der Kerze bis um, sagen wir, 7.05 Uhr zurückgehen. Und was wäre jetzt eine Herangehensweise? Aktuell notiert die ATR hier ungefähr bei 16. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier in diesem Bereich dann einen Short auf den Weg bringen würde, dann würde ich den Stop ATR-basiert eben tatsächlich in den Markt geben. Eine Möglichkeit oder eine Idee wäre jetzt, dass wir... Einen Moment... Muss man nämlich hier, ach so, nee, besser nicht.
dass wir jetzt hier zum Beispiel sagen, wir würden einen Rücksetzer unter diese Kerze jetzt hier shorten und vielleicht dann sogar nachwandern. Ja, das werden wir dann gleich sehen. Mal schauen, ob diese Kerze jetzt überhaupt in der Lage ist, hier nochmal ein höheres Hoch wirklich oder auf einem höheren Hoch zu schießen. Aber das wäre jetzt ein Entry. 11.388 wäre das. So. Der Stop, Moment, den werden wir gleich mal, würden wir gleich manuell, würden wir den eintragen. Moment mal. Ach so, oh, Verzeihung, ich habe jetzt hier, ich wundere mich schon die ganze Zeit. Das ist ein Sell Stop an der Stelle. So, ein entsprechender Preis. 11.388. So, der Stop, der hängt jetzt natürlich ganz wesentlich davon ab. Ich platziere jetzt erstmal die Order hier unter dem Tief dieser 5-Minuten-Kerze. Der Stop, der hängt jetzt davon ab, wo wird hier das hoch markiert. Deswegen macht es aktuell noch keinen Sinn, den wirklich einzugeben. Ah ja, okay. Ja. Ich habe gerade eben jetzt hier in der Chatbox gesehen, da hat jemand reingeschrieben, Handwerker ist gekommen. Danke. Und hat das Webinar verlassen. Also eventuell hat sie das Event hier etwas verwechselt. Gut, also genau, wir haben also jetzt den Sell Stop hier unterhalb dieser Kerze platziert. Es könnte durchaus sein, dass wir jetzt dort nachwandern. Zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben jetzt so einen relativ kleinen, engen Kerzenkörper hier. Da macht es natürlich keinen Sinn, jetzt auf dem Hoch der Kerze den Stop zu platzieren, sondern dann würden wir den abhängig von der ATR positionieren. Die verläuft, wie gesagt, aktuell bei 16 Punkten. Mit einer zweieinhalbfachen ATR landen wir bei einem Stop, einer Stopweite von 40 Punkten ungefähr auf der Oberseite. Das heißt also, sollte der Einstieg jetzt hier unter dem Tief dieser Kerze stattfinden, bei 11.412, dann läge der Stop bei 4,50, 4,52 ungefähr. Sollten wir jetzt hier den Entry bekommen auf der 3,88, würde ich mit dem Stop arbeiten dort auf der 4,20. Also dann hätten wir einen etwas engeren Stop, der aber immer noch im Bereich einer zweifachen ATR wäre und somit wäre in Anführungsstrichen gewährleistet, dass wir auf jeden Fall außerhalb des Marktrauschens uns mit dem Stop entsprechend positionieren. Jetzt würde er natürlich weiter nach oben wandern. Abhängig, wie gesagt, davon, wie weit wir laufen. Und nochmal, diese starke Überdehnung auf der Oberseite, die wir jetzt hier sehen, der ein oder andere wird sich jetzt wundern, naja, bist du jetzt nicht ärgerlich darüber, über die Tatsache, dass du hier den Long Trade nicht genommen hast? Klassischer Systemhändler, der handelt den, unabhängig auch davon, ob der jetzt in den starken Widerstandsbereich läuft oder eben entsprechend nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben heute oder ich habe heute vor, das war auch schon ein Plan, den ich seit heute früh 8 Uhr in Anführungsstrichen geschmiedet habe, hier die Markteröffnung wirklich sehr diskretionär zu handeln, weil ich einfach dort, besonders vor dem Hintergrund, dass wir schon in die 11.400er Region vorgestoßen sind, nicht wirklich willens bin, mich in diesem Bereich long zu positionieren, diesen Bruch wirklich als ja, in Anführungsstrichen relativ schweren Schaden erachte. Also es hält sich in Grenzen. Es ist nicht dramatisch, was gestern passiert ist, im Sinne von, dass jetzt die nächste Ausverkaufswelle ansteht und nächste Jahrestiefs bevorstehen. Aber zumindest mal ist es so, dass ich das sehr, sehr skeptisch beäuge, was hier gestern passiert ist. Und nicht überrascht wäre, wenn wir nach dieser jetzt sehr starken Eröffnung früher oder später wieder quasi ineinander zusammenfallen und es mindestens nochmal ein Retest dieser Tiefs hier von gestern gibt. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal geduldig. Wir beobachten das Bild jetzt erstmal weiter. Wir wandern eventuell mit dem Sell Stop dann auf der Oberseite weiter nach. Jetzt wäre es dann eben so, dann würden wir hier auf der 11.4, was ist es? 11.412 ist es, würden wir das entsprechend positionieren. Wie gesagt, Stop dann ATR-technisch jedenfalls wählen. Und dann würden wir darauf spekulieren, dass es zu einem Rücksetzer käme, der uns mindestens in Richtung der Open Range zurückführt. Eigentlich ist das die Haupthoffnung, die wir haben, natürlich, dass der Markt neue Tiefs markiert, neue Tagestiefs markiert, wobei wir jetzt allerdings sagen müssen, von denen traden wir derzeit 100 Punkte entfernt. Da müssen wir schon etwas mehr Dynamik wahrscheinlich auf der Unterseite auch abnehmen. Aber Fakt ist eben auch, dass wenn solch ein Trade dann initiiert würde und wir zurück in diese Range laufen um 11.350, dass wir dann schon bei einem Stop von 40 Punkten initial Pi mal Daumen das anderthalbfache unseres Risikos verdient hätten. Also selbst das schon ein verhältnismäßig attraktives Chance-Risiko-Verhältnis uns für solch einen Trade eben liefern würde. So, jetzt das also zur Eröffnung selber. Wie gesagt, wir warten jetzt noch ganz kurz hier. Die nächste Kerze ab. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe übrigens schon mal hier drauf geklickt, und kann den Stop-Loss hier bestimmen. Das sind dann 40. So, Stop-Loss festlegen. Und jetzt wandern wir nämlich nach oben. So, jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert. Habt ihr den? Nee, ach, schade, das hat nicht funktioniert. Ich ein bisschen geduldiger sein sollen.
Also, den Stop, den nehmen wir jetzt mal hier, oder den können wir auch anpassen. So, Stop Loss, Pips. Das müssen wir nochmal separat machen. Aber das ist der Plan, den ich ja gerade schon thematisiert hatte. Wir gehen, also wir wandern hier entsprechend unter das Tief dieser Kerze, der letzten 5 Minuten Kerze, wo unser Entry läge, und arbeiten dann mit einem ATR-Stop. Weil ein Stop, den wir jetzt hier setzen würden auf das Hoch dieser Kerze, bei 4,32 wäre es nur die einfache ATR, Pi mal Daumen, ungefähr ein bisschen mehr wäre. Und somit wären wir dann in etwas, das würde man bezeichnen, wir befinden uns noch im Marktrauschen. Das möchte ich natürlich vermeiden, dass ich dadurch eine zufällige Kursbewegung dann entsprechend nach oben ausgepiekt werde aus solch einer, aus solch einem Trade, der sich da eventuell dann abzeichnet. So, damit ist die Order gegeben. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, will ich nochmal in den Analysebereich gehen und zum Beispiel hier diese Region auch um die gestrigen Tiefs thematisieren. Und auch, warum ich jetzt in der Nachbetrachtung, das ist mir dann gestern Abend, als ich mein Trading für heute vorbereitet habe, das findet meistens dann gegen 22 Uhr des jeweiligen Tages statt, also beziehungsweise des Abends oder des Vortages statt. Da ist es nämlich so, dass ich mir natürlich die Frage stelle, wo liegen denn potenziell weitere Unterstützungsniveaus dann auf der Unterseite, wenn der Markt weitere Dynamik nach unten aufnimmt. Und dabei ist mir etwas aufgefallen, was ich persönlich sehr, sehr interessant fand. Nämlich, dabei ist mir aufgefallen, dass jetzt am kommenden Freitag wieder kleiner Verfall ist an der Eurex. Das ist nichts Großes, aber nichtsdestotrotz für den einen oder anderen Marktteilnehmer dann aus dem Optionsbereich dennoch äußerst signifikant, äußerst interessant. Und es ergeben sich dann aus optionstechnischer Sicht natürliche Unterstützungs- oder Widerstandslevel. Und besonders nach gestern hat sich auf der Unterseite ein Bereich herauskristallisiert, der mir dann ins Auge gestochen ist, zwischen 11.200, 11.300 Punkten ungefähr, wo auf ganz natürliche Art und Weise mit Nachfrage gerechnet werden durfte. Ich habe gestern dann auch noch mal kurz bevor ich den Rechner runtergefahren habe, also beziehungsweise ich habe nicht runtergefahren, sondern ich habe mich erstmal verabschiedet in den Abend hinein, bin dann später noch mal dazugekommen, aber das war ungefähr gegen 18 Uhr. Da habe ich noch mal einen kurzen Post abgesetzt gehabt, wo ich gesagt habe, es wird jetzt ganz interessant zu sehen sein, ob wir in der Nachbörse durch entsprechenden Abgabedruck aus den US-amerikanischen Equities, ob es hier dann zu einer ob es zu einer verstärkten Abwärtsdynamik kommt, die den DAX unter 11.300 Punkte führt, weil das könnte nämlich sogenannte Hedging-Geschäfte auf den Weg bringen. Und der eine oder andere hat es vielleicht gelesen, aber gar nicht so wirklich nachvollziehen können. Und ich wollte das jetzt mal in der Tiefe kurz thematisieren, was ich damit gemeint habe. Also, es ist so, ich habe die Seite hier schon mal vorbereitet, DAX-Optionen, wenn man DAX Eurex Option googelt, dann stößt man auf eine Webseite hier von der Eurex, die ist offen einsehbar für alle. Und diese Webseite bietet einem, wenn man ein bisschen nach unten scrollt und dann auf die Statistik klickt, die Möglichkeit zu schauen, wie ist der Markt aktuell positioniert hinsichtlich des Open Interest, sagt man. Calls sind relevant für die Long-Seite, Puts ganz grob gesprochen für die Short-Seite. Und deswegen klicken wir nach der bärischen Action von gestern hier auf entsprechend Puts. Und dann geht eine Seite auf und diese Seite zeigt einem auf der linken Seite das sogenannte Strike-Level, den sogenannten Basispreis, und zeigt dann auf der rechten Seite das Open Interest. Also eigentlich interessiert uns hier bei diesem Wust an Zahlen nur die linke Spalte und die rechte Spalte. Wenn wir dann nach unten scrollen, dann gucken wir uns an, okay, wo traden wir aktuell? Gerade im DAX 11.400, 11.200 Punkte, so in dieser Range, sag ich mal. Und dann können wir, und das werde ich jetzt auch mal tun, das einfach ausschneiden. Das ist zu Illustrationszwecken vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich schneide jetzt auch ganz bewusst einen ganz breiten Bereich aus zwischen 11.000 und zwischen 12.000 Punkten. So. Und dann ist es so, wie gesagt, dann markieren wir uns hier die relevanten Level. Also 11.400 Punkte, das ist das Level, in dem wir gestern, unter welches wir gefallen sind. Und wir haben hier in diesem Bereich dort dann das sogenannte Open Interest. Also ich schreibe das vielleicht auch nochmal drüber, obwohl das jetzt so hübsch wird. Also ich nenne das mal hier Strike. Strike. Ja, ich hoffe, dass man das lesen kann. Und hier schreibe ich OI für Open Interest. So. Und also 11.400 Punkte, das Level haben wir gestern jetzt entsprechend unterschritten. Ja. Und dann ist Abgabedruck in den Markt gekommen. Und jetzt stellt sich natürlich aber die Frage,
wo sind denn auf der Unterseite weitere Unterstützungsniveaus auszumachen? Warum schaue ich mir diese Grafik an? Nun, das hat einmal damit zu tun, dass, wie gesagt, der Verfall jetzt ansteht, aber es hat eben zum Beispiel auch damit zu tun, dass es mir relativ schwer fällt, hier zum Beispiel einen signifikanten Unterstützungsbereich zu sehen. Also gefühlt, so sage ich mal, also wenn du lange Zeit am Markt aktiv bist und wenn du einen Blick für den Markt entwickelt hast und ein Gespür hast, also in meinem Fall ganz besonders für den DAX, dann gehe ich davon aus, dass ich gar nicht mal so verkehrt liegen dürfte, dass dieser Bereich 11.150 Punkte, 11.250 Punkte, also in dieser Range, dass da Nachfrage in den Markt kommen könnte, dürfte. Also aber an erster Stelle erstmal nichts anderes als ein Gefühl oder basierend auf Erfahrung eben, dass dieser Bereich wirklich eine erhöhte Signifikanz besitzt. Und jetzt ist es dann in dieser Konstellation eben so, dass ich das versuche, vor allem mit validen Argumenten zu untermauern, dass das tatsächlich auch eine Unterstützungsregion ist. Eventuell ist es das auch nicht, auch das kommt übrigens vor. Und dann stelle ich fest, okay, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Die Level, die liegen ein bisschen weiter oben oder beziehungsweise ein bisschen weiter unten. Und in dem Zusammenhang kommt eben, wie gesagt, der Optionsbereich dann ins Spiel. Und dann der jetzt anstehende Verfall. Also es macht zum Beispiel auch keinen Sinn, wenn ich jetzt mir diese Betrachtung anschaue, sagen wir mal vor 2 Wochen, weil dann einfach dieser kleine Verfall, der jetzt ansteht, der eben auch erstmal an erster Stelle unterstrichen klein ist, weil der einfach nur zu weit in der Ferne liegt. Dazu werde ich gleich nochmal 2, 3 Sachen sagen, warum das eine Signifikanz besitzt. Und jetzt ist es eben dann in dieser Konstellation so, ich kann es uns mal so machen, haben wir jetzt den Chart noch und die Quotes. Jetzt ist es dann eben entsprechend so, dass mir hier etwas auffällt, nämlich wenn ich auf 11.300 Punkte schaue oder auch auf 11.200 Punkte schaue, also nochmal 100 Punkte runtergehe, dann fällt auf, ganz besonders übrigens auf die 11.300er Region, das ist nach der 11.000er Marke, das ist keine große Überraschung, weil die 11.000er Marke ist ein rundes Level, der ein oder andere kennt diesen Ausspruch, runde Level sind signifikant, ja, das sind, in dem Fall ist es ein 3-0er Level, das kommt primär vom Optionsmarkt. Tatsächlich diese Überlegung, dass runde Level, runde Marken eben hier eine Signifikanz haben. Das hat auch ganz einfach psychologische Gründe. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Anfänger gefragt würde, wo würdest du deinen Stop platzieren, dann wird er einem nicht sagen bei 11.237 Punkten, sondern wird einem sagen, ja, bei 11.200 Punkten oder 11.230 Punkten. Er rundet einfach auf ganz natürliche Art und Weise. Das machen wir ja auch. Und demnach kommt eben diese Signifikanz der runden Level und die spiegelt sich auch dann im Optionsbereich eben entsprechend wieder, ganz besonders bei den ganz runden Leveln. So, aber was jetzt eben ganz interessant wird, ist, wenn man sich jetzt anschaut, 11.300 Punkte scheint offensichtlich das höchste Interesse zu haben auf der Unterseite dann. 11.300 Punkte. Das heißt, anders formuliert, gegen diesen Bereich darf Action erwartet werden. Und jetzt müssen wir uns ganz kurz mal vor Augen führen, was heißt denn eigentlich Puts? Also wenn wir jetzt da draufklicken hier, und da hatten wir jetzt gerade in dieser DAX-Eurex-Betrachtung auf Puts geklickt und wir gucken uns jetzt hier die Puts an, was heißt denn das überhaupt? Und da müssen wir mal so ein bisschen zurück. Oh, ja, super, das war jetzt natürlich nicht so optimal. So, einen Moment, so. Ja, da müssen wir uns mal ganz kurz die Frage stellen, wie sieht ein Auszahlungsprofil einer Put-Option eigentlich aus? Und das ist relativ zügig gemacht. Ich mache das auch mal in schwarz. So, Moment. Oh je. So. So, also Auszahlungsprofil einer Put-Option sieht so aus. Und ich ziehe das auch schon mal hier rein. Das ist jetzt die Optionsprämie, die ich versuche kenntlich zu machen. Und wir sehen ja, dass es dann irgendwann nach oben geht. Und wann geht es hier nach oben? Es geht dann nach oben, wenn der jeweilige sogenannte Basispreis oder ich habe es englisch formuliert mit Strike, wenn der in dem Fall unterschritten wird. Also das heißt, das ist im erweiterten Sinne die Nulllinie. Das ist die Optionsprämie, die derjenige, welcher der diese Put-Option kauft, zu bezahlen hat. Das ist wie eine Versicherung im übertragenen Sinne, die er abschließt. Und dann greift die Versicherung ab dem Unterschreiten eines bestimmten Niveaus. Ja, ich lese gerade schon, Optionsseite, den Link bitte einstellen. Das kann ich natürlich jetzt schon bereits machen. Ich habe auch noch was anderes vorbereitet. Ich habe nämlich, weil ich weiß, dass das durchaus interessant ist, habe dazu auch mal einen Lehrartikel, eine kleine Lehrartikelserie verfasst. Die werde ich gleich auch einstellen. Da kann man sich die ganzen Gedanken, weil ich weiß nämlich, dass das, was ich jetzt hier gerade präsentiere, also da ist der Link, das ist
ein ziemliches Brett, um das zu durchdringen. Also wenn du das erste Mal, wenn du das erste Mal hörst, dann ist das eine ganze Menge Informationen, die da gerade auf einen einprasseln. Aber ich habe dazu, wie gesagt, einen Artikel, den man, den ich gleich noch einstellen oder den ich zeigen werde, wo man den findet, und stelle den Link auch dazu ein. Also, wir sind jetzt hier, wie gesagt, bei der Optionsprämie, die wird bezahlt von dem, von dem jeweiligen welchen, der die Versicherung kaufen möchte. Wir stellen Sie uns hier im tragenden Sinne vor, ich habe eine Aktie, weiß ich nicht, bin Mitarbeiter von Daimler, habe irgendwelche Mitarbeiteraktien, möchte ich nicht verkaufen, auch wenn sich jetzt vielleicht am Horizont abzeichnet, dass es mal einen schärferen Rücksetzer gibt. Und dann geht man eben zu seiner Bank und sagt, vorausgesetzt, man hat das jeweilige Risikoprofil und dergleichen, man kauft eben Optionen, oder man möchte diese Position absichern, möchte eine Put-Option kaufen, und sagt dann einfach, die Schwelle, bei der die Versicherung greifen sollte, ist 50 Euro zum Beispiel. Ja, wenn der Markt unter 50 Euro fällt, dann verliert die Aktie zwar weiter an Wert, aber nichtsdestotrotz wird das dadurch kompensiert, dass meine Put-Option im Wert eben entsprechend gewinnt. So, und wie gesagt, das Ding hier, das nennt sich eben entsprechend Strike oder zu Deutsch Basispreis. So, und dieser Basispreis, ich schreibe das jetzt auch nicht weiter, weil wir müssen mich gleich das tatsächlich von der anderen Seite betrachten. Das ist das, was die Eurex abbildet. Dieser Strike oder Basispreis ist also das, worum es jetzt gleich geht. Das ist bei uns für den Fall im DAX die 11.400er Marke. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich solch eine Position habe mit solch einem Auszahlungsprofil, wie sieht denn dann das aus von demjenigen welchen, der eine Gegenposition hält? Denn wenn ich so eine Option kaufe, dann muss es ja jemanden geben, der diese Option mir auch verkauft. Und in der Tat sieht die sehr ähnlich aus. Steht nämlich dann auf dem Kopf. Nämlich so, das ist das Auszahlungsprofil. Derjenige welche, der vereinnahmt die Optionsprämie. Hier. So. Der vereinnahmt die Optionsprämie. Und zwar so lange, wie der Markt hier oberhalb des Strike-Preises notiert. Also, das ist hier der Strike. Zack. Und ich schreibe auch gleich mal dahinter 11.400, damit wir das in Bezug haben auf den DAX. So, das ist also das Level, oder oberhalb welchem der einfach sagen kann, die Option würde jetzt zum kleinen Verfall dann, in dem Fall am Freitag, wenn diese Option verfällt, ausläuft, ja, deswegen heißt das Verfall, die Option verfällt, würde der diese Optionsprämie vereinnahmen. Und das wäre das Geld, was der verdient. Wenn der Markt aber unter dieses Niveau fällt, so wie er es jetzt getan hat, dann kostet diese Position auf einmal. Und zwar nicht unerheblich, denn wir sehen dann in diesem Zusammenhang, solche Positionen, solche Optionsstrategien und dergleichen werden primär von Marktteilnehmern mit, ich nenne es mal plump, tiefen Taschen auf den Weg gebracht. Institutionelle Marktteilnehmer. Also der Optionsmarkt ist dann durchaus in der Lage, hier Schieflagen zu kreieren, die im größeren acht-, neunstelligen Bereich eben tatsächlich liegen. So, jetzt ist natürlich dann derjenige, welche Marktteilnehmer angehalten, aktiv zu werden, und sein Portfolio entsprechend abzusichern. Also wir gehen jetzt der Einfachheit halber davon aus, dass es keine komplexen Optionsstrategien sind, sondern dass es sich einfach nur um dieses nackte Auszahlungsprofil eines sogenannten Short Puts handelt. Ja, so heißt das dann. Short Put. So. Und jetzt ist es eben entsprechend so, dass sich die Frage stellt, na gut, was hat der zu tun, wenn der Markt die 11.400er Marke unterschreitet? Der hat Folgendes zu tun. Der muss dafür sorgen, dass der entsprechende Geschäfte getätigt werden, die diesen abknickenden, nach, in dem Fall links unten abknickenden Ast absichern. Und das erreicht er durch das Eingehen einer Position, die solch ein Auszahlungsprofil hat. Das bedeutet also, alles, was du jetzt hier verlierst, gewinnst du dann entsprechend mit dieser nach oben rot steigenden Linie. Dann läuft das Ding irgendwie hier, na, wie heißt das? Horizontal. Also geht in eine Horizontale über. Also das heißt, wir haben hier, nee, Verzeihung, wir haben dann hier ein Auszahlungsprofil, oder der ist abgesichert, der ist gehedged, dieser Marktteilnehmer. So, der ist safe. Ja, er gewinnt dann nichts mehr, er verliert dann nichts mehr, wenn das Level unterschritten wird. Und jetzt ist genau nämlich dann jener Moment, dass diese Marktteilnehmer dann für den stärkeren Verkaufsdruck sorgen. Also sprich, die kommen in den Markt, verkaufen den DAX, um ihr bestehendes Optionsportfolio abzusichern und treiben den Markt infolgedessen dann auf der Unterseite. Genau diese Marktteilnehmer, um dieses, also um dieses Auszahlungsprofil ihres Portfolios wissend, sind natürlich aber auch jene Marktteilnehmer, die dann zum Beispiel unterstützend in den Markt eingreifen und sagen, wir möchten nicht, dass der Markt ein bestimmtes Level unterschreitet. Und wenn wir diese
dieses Wissen jetzt anwenden auf die aktuelle Situation, die sich hier im Optionsmarkt eben präsentiert. Also das heißt, um dieses erhöhte Open Interest von 11.251 Kontrakten auf die 11.300er Marke, dann erklärt sich relativ zügig, warum dort gestern gegen diesen Bereich plötzlich Käufer in den Markt gekommen sein dürften. Die wollten einfach vermeiden, ausgehend nämlich von ihrer bestehenden Optionsposition, dass der Markt dieses Level unterschreitet und dass es dann infolgedessen zu stärken oder dass das dann sie verkaufen müssen und noch stärkere Abwärtsdynamik initiiert wird. Ja, so kann man das im übertragenen Sinne tatsächlich verstehen, was da passiert ist. Das bedeutet aber auch auf der Kehrseite nichts anderes, als dass zum Beispiel sich relativ gut dann erklärt, wo gestern plötzlich diese stärkere Verkaufsdynamik herkam, die sich nochmal anschloss, als wir dann unter 11.400 Punkte gefallen sind. Wir schauen uns das mal hier an. Wir haben ja kurz vor dem Level gehalten, nach einer relativ bärischen Eröffnung, die begünstigt war. Ja, ich habe es gestern auch schon gesagt im Morning Meeting, ich habe Schwierigkeiten gehabt, wirklich das zu identifizieren, was der Grund war. Waren es jetzt die Brexit-Verhandlungen, die Tatsache, dass Theresa May dort auf stärkeren Widerstand im britischen Parlament stößt, ziehen sich auch schon seit Wochen, das heißt also schwierig da den einzigen Grund auszumachen, ist es der immer noch schwelende Konflikt zwischen Brüssel und Rom hinsichtlich des italienischen Haushalts. Hat es damit zu tun, dass gestern zum Beispiel SAP massiv unter Druck geraten ist, infolge einer Übernahme in Höhe, glaube ich, von 8 Milliarden von einem Daten-Research-Anbieter. Das war die zweitgrößte Übernahme wohl in der Unternehmensgeschichte, die den DAX jetzt erstmal unter Druck gebracht hat, weil sich so ein bisschen auch die Frage wohl stellte unter Analysten, ob der Preis jetzt nicht vielleicht ein bisschen hochgegriffen war, was eine Kombination von allem, was auch immer es war, der Markt war unter Druck. Punkt. Ja, so könnte man es einfach jetzt mal ganz plump zusammenfassen. Das war aber bis dahin kein Problem, wie der DAX oberhalb von 11.400 Punkten notiert hat. Der ist dann aber im Nachmittag hinein plötzlich unter dieses Niveau gerutscht. Und wir können sehen, dass bis in den Abend hinein eigentlich keine stark dynamische Abwärtsbewegung initiiert wurde, sondern es konstant abwärts ging. Fallende Hochs, fallende Tiefs, das war eine trendige Struktur in den Abend hinein, sicherlich begünstigt durch die Abschläge auch nochmal im US-Markt. Aber nichtsdestotrotz lässt sich diese Struktur relativ gut dadurch erklären, dass peu à peu es Absicherungsgeschäfte gegeben haben dürfte, um dieses hier nach links unten abknickende Auszahlungsprofil vom Optionsmarkt einfach abzuhatchen, also abzusichern. Und so würde ich tatsächlich die Price Action von gestern erklären. Und so erklärt sich dann auch übrigens, wie ich dazu komme zu sagen, sollten wir jetzt unter die 11.3 rutschen, die ist dann, das ist übrigens der nachbörsliche Handel, wir haben dann gestern hier in den Abend hinein, kurz zuvor haben wir Halt gemacht, liefen das Level aber nochmal bedrohlich an in den Schluss der US-Märkte, dass ich dann gesagt habe, fallen wir jetzt unter dieses Level, also in der Nachbörse dann, die sowieso sehr dünn wird, weil die Kasse macht ja um 17.30 Uhr zu, der Xetra-Handel, das wissen wir ja. Dann hast du einfach ein sehr dünnes Marktumfeld, in welchem auf einmal nochmal stärkere Abgaben erfolgen, weil nämlich jene Marktteilnehmer vom Optionsmarkt beginnen müssen, Absicherungen zu tätigen. Und das in einem Marktumfeld, was wie gesagt sehr dünn ist. Und genau da kommt dann eben nochmal stärkere Abwärtsdynamik auf. Die ist ausgeblieben, nichtsdestotrotz aber dennoch ein Gedanke, der weiterhin aktiv ist und auf den du auch in gewisser Form spekulierst, sollte jetzt solch ein Trade wie hier zum Beispiel gleich getriggert werden, also dieser Trade-Gedanke, wo ich mir nochmal vorstellen könnte, dass so eine Attacke eben tatsächlich auf der Unterseite stattfindet. Ja, ich muss aber zum Beispiel jetzt auch sagen, ich finde den Gedanken als solche schon sehr offensiv, den ich formuliert habe, mit der Attacke auf die 11.300, weil man kann nämlich zurückgehen und dann haben wir hier die durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten Handelstage. Und wenn ich da zum Beispiel sehe, dass die durchschnittliche Handelsspanne da zwischen 180 bis 220 Punkten lag, da kann man sich das anzeigen lassen. Und das passt übrigens auch zu der durchschnittlichen Spannungsbreite des DAXes über die letzten 5 Tage. Also durchschnittlich von 5, 10 und 20 Tagen liegen wir alles in allem so bei Pi mal Daumen 180 Punkten. Dann wird es schon relativ dünn, ehrlich gesagt. So, jetzt gehen wir wieder auf der Oberseite in die Squeeze. Jetzt ist der Gedanke, also langsam wird da, ja langsam wird es ein bisschen dünn, ehrlich gesprochen. Wir müssen das Setup jetzt gleich nochmal anpassen. Was wollte ich jetzt zu Ende sagen? Ach so, genau. Wenn wir jetzt nämlich jetzt mal schauen, dann sehen wir nämlich, dass der Markt hier von 11.330 ungefähr mittlerweile auf der Oberseite 120 Punkte gelaufen ist. Das heißt also, die Handelsspanne, die aktuelle Handelsspanne, die liegt bei 120 Punkten. Anders formuliert, gehen wir jetzt auf der Unterseite
Also gibt es wirklich solch eine Bewegung, dass wir die kompletten Aufschläge von jetzt korrigieren? Dann laufen wir nochmal 120 Punkte runter, haben auf der Unterseite dann aber nur noch 60 Punkte Roundabout Potenzial. Also rein statistisch betrachtet. Das kann sich natürlich jetzt noch, oder basierend auf der Schwankungsbreite letzten Tages, kann natürlich ausdehnen durch die geschilderten, und das wird darüber hinausgehend viel signifikanter sein, was vom Optionsmarkt dann an Abgabedruck nochmal initiiert wird. Aber dann kombinierst du das wieder mit dem Überlegen, naja, der Wirtschaftskalender ist relativ dünn. Wo soll der Verkaufsdruck denn wirklich herkommen? Wenn nicht irgendeine Hiobsbotschaft in den Ticker läuft oder Donald Trump plötzlich plant, in irgendeiner Form wieder aggressivste Geschütze gegenüber China im Handelskonflikt aufzuziehen oder auf den Weg zu bringen. Also es wird sehr, 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 sehr optimistisch, hier davon auszugehen, dass eben die Volatilität oder die Price Action, die jetzt hier aktuell sich abzeichnet, dass die ausreicht, um eben hier eine Riesenbewegung zu initiieren. Nichtsdestotrotz, der Grundgedanke bleibt derselbe. Wir laufen jetzt sehr relativ tief wieder zurück. Nichtsdestotrotz bleibt dieser Bereich 11.400 Punkte, in meinen Augen 430 Punkte, ein potenzieller Short-Trigger-Bereich. Und deswegen möchte ich ungerne die Long-Seite eben tatsächlich handeln. So. Fertig. Ja, das einfach in diesem Zusammenhang. Jetzt hatte ich versprochen, dass diese Gedanken, die ich gerade eben hier, rund um den Optionsbereich thematisiert hatte, dass man dazu Informationen findet. Die findet man auf meiner Website. Ich habe hier im Bereich Ausbildung einige Artikel geschrieben. Also da findet man Ausbildungsartikel. Klassische Open Range Strategie übrigens findet man auch hier als PDF downloadbar. Und diese Ausbildungsartikel, hier ist 2, 3 dazu, zum Optionsbereich, aber auch zum Beispiel zum Spread, wie der die Performance beeinflusst zum Beispiel, oder auch wie man Edelmetallpositionen absichern kann. Aber bei uns ist die Frage hier nach den Optionen. Und dann gibt es hier Grundlagen, da gibt es die Griechen, die nochmal erklärt sind, und dann gibt es auch hier nochmal den CFD und der Fixhandel. Eben, und wenn man dort draufklickt, dann wird man jetzt gleich feststellen. Oh, hoppala. Okay. Anmelden. Angemeldet bleiben. Interessant. So, kriegen wir das jetzt hin? Ja, da haben wir sie. Die Anwendung, und da sieht man das auch nochmal, ich habe es tatsächlich hier mit dem Put beschrieben. Das kann man auch identisch tatsächlich für Calls anwenden. Da muss man das einfach auf den Kopf stellen. Und ich habe hier auch am Ende eine kleine Aufgabe, um das zu vertiefen, dieses Wissen, einfach das mal für den Call oder für die Calls auszuarbeiten. Also es ist eine unglaublich spannende Thematik eben tatsächlich. Wie gesagt, ich habe sie auch versucht, grafisch darzulegen, wie das sich darstellt, wie das funktioniert. Sehr gerne einfach mal sich das anschauen. Das spielt im DAX auf jeden Fall eine Rolle, im Devisenbereich auch. Man muss dann allerdings einen kleinen Umweg gehen. Da findet man übrigens auch den Link zum DAX hier in diesem Artikel. Man kann sich das auch an der Chicago Mercantile Exchange für den Euro Future anschauen. Aber da ist das Problem, der Euro Future hat im Vergleich eben zum Spot-Devisenmarkt Handelsvolumen zwischen, ja, oder um die 6 bis 8% davon. Also das heißt, das ist alles in allem eine grobe Indikation. Ich wende es lieben gerne im DAX an. Im Devisenbereich kommt es sehr, sehr selten vor. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man da mal auf eine andere Grafik und andere Darstellung eben tatsächlich stolpert, findet man hier auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich da auch so ein bisschen tiefergehendes Wissen eben tatsächlich dann anzueignen zu diesem Bereich. So, und diesen Link, den stelle ich auch mal kurz ein. Kopieren. Also, ich nenne das Ganze mal Lehrartikel. Ich glaube, das passt vielleicht ganz gut. So. Und wenn es dann Fragen gibt in irgendeiner Form, gerne dem Nelson eine Mail schreiben. Der leitet die an mich weiter oder direkt mit mir in Kontakt treten. Da wäre dann in dem Zusammenhang eigentlich alles dazu eben tatsächlich gesagt. So, jetzt kommen wir vielleicht gleich doch noch in den Genuss eines Trades. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon 3, 4 Mal gesagt, ich möchte lieber die Short-Seite traden. Das CRV bleibt auch weiterhin unattraktiv. Ich hatte versprochen, lass mal kurz hier zeigen. Das ist ein interessanter Hinweis. Ich habe jetzt gerade erst die Frage gelesen, wobei ich schon den Gedanken gefasst habe, was ich präsentieren will. Ist es wirklich so gewesen, dass das ganz normale Setup heute wohl besser gewesen wäre? Klar, wir hätten einen Trade, und klar, es sieht auch danach erstmal im ersten Moment so aus, als wenn wir jetzt hier dann offensichtlich, also ja, mit der Long-Seite zunächst einmal gut gefahren wären. Das Interessante ist jetzt aber Folgendes, und wir wollen mal kurz diese drei Schritte vielleicht nochmal durchlaufen. Ich werde parallel dazu mal kurz Folgendes machen. Hier parallel habe ich nicht, ich habe es zwar nicht vorbereitet, aber
Nichtsdestotrotz sind das für mich zwei, drei Klicks. Ein Moment. Wir hatten ja schon mal ein Webinar im Sommer, also im Juli, glaube ich, war es, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, zum Thema. Oh, nee, Moment. Ist das wirklich richtig jetzt? Kurz hier gucken. Ja, da ist es. Perfekt. Einen Moment. Und zwar aus der aktuellen Folie. So, das war die Slide, die ich damals da vorgestellt habe. Und die zeigt auch nochmal die drei Schritte, die wir durchlaufen sollten. Also wir identifizieren den Vorteil mittels des 50er EMAs auf 5-Minuten-Basis. Das heißt also 5-Minuten-Chart. 50er EMA draufgelegt, handeln wir drüber, gehen wir nur Long-Setups ein, handeln wir drunter nur Short-Setups. Das ist das, was hier in Punkt 1 stattfindet. Punkt 2, wir müssen natürlich eine Handelsspanne definieren. Die liegt zwischen 8 und 9.05 Uhr. Ich hatte auch schon mal gesagt, warum 9.05 Uhr? Das hat damit zu tun, dass um 9 Uhr die Kasse reinkommt und dass es da zu erratischen Ausschlägen auf der Ober- und Unterseite kommt, infolge derer ich sehr ungerne dann in ein Trade sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite eingestoppt werden möchte. Deswegen warte ich da immer die ersten 5 Handelsminuten ab. Und dann handeln wir eben den Bruch der Open Range in Richtung des identifizierten Vorteils mit einem Stop über bzw. unter dem Hoch- bzw. Tief der identifizierten Handelsspanne mit einem R und Take Profits von 2 R. Ja? Das ist das Setup. Das kann man, wie gesagt, auch sehr gerne screenshotten. Das ist kein Problem. Die Strategie ist kein Geheimnis. Ja? Und wenn wir das jetzt anwenden in der Form auf den heutigen Tag, dann machen wir mal kurz Folgendes. Ich würde mal eben hier noch ein Word-Dokument öffnen. So. Word. Übrigens, man kann an dem Beispiel auch relativ gut erkennen, warum ich hier es nicht so wirklich gut gefunden hätte. Also das ist natürlich jetzt sehr dankbar. Das kann natürlich auch anders laufen, aber warum ich hier große Schwierigkeiten damit gehabt hätte, einfach nur in diesen Stint, in die 11.400er Marke Short reinzuhandeln. Denn man sieht, dass der Markt dort nicht zwangsläufig Halt macht, sondern dass es meistens, in Anführungsstrichen, dass es auch zu einem Überschießen kommen kann. Und das ist genau das, was wir jetzt hier gerade sehen. Also ich bin diese defensivere Herangehensweise ist in einigen Fällen eine bessere Herangehensweise, als eben jetzt hier einfach in diesen Short reinzuhandeln. Ja, also in diese Dynamik auf der Oberseite. Ich würde dann eher einen Umkehr abwarten wollen. So, jetzt sind wir gerade gefilmt worden. Schauen wir mal, ich werde gleich noch den Plan präsentieren. Derzeit ist erstmal keinerlei Action nötig. Der Markt, der muss jetzt erstmal auch hier zeigen, dass er wirklich willens ist, nochmal einen Teil dieser Aufschläge mindestens zu korrigieren. Das Optimalszenario wäre natürlich, wenn wir jetzt hier 40 Punkte in unsere Richtung laufen sehen. Ich habe ja mit einem ATR-Stop gearbeitet, mit einer faktorisierten ATR. Die liegt bei 16, 17 Punkten. Das faktorisiere ich mit 2,5. 16 mal 2,5 sind wir bei 40 Punkten Stop. Und so kommt diese Stopweite da oben eben zustande. Sollte der Markt jetzt 40 Punkte für uns laufen, würde ich den Stop entsprechend dann auf Break-Even nachziehen. Wir sind jetzt gefilmt worden auf der 4,19. Das heißt also, der müsste jetzt bis 3,79 laufen, damit ich den Stop auf Break-Even nachziehe. Und schauen wir einfach mal. Wie gesagt, jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Open-Range-Setup. Ich habe hier auch jetzt schon das Dokument aufgemacht, das Word-Dokument. Ja. Magst du nicht? Warum magst du nicht? Ich glaube, jetzt habe ich missgebaut. So, ich wollte ihn eigentlich bewegen. Moment. So. So. Also, wir hatten drei Schritte. Ja, ich mache auch mal die Schrift kurz größer, damit man auch was lesen kann. Machen wir mal 16. In Schritt 1 hieß es, wir identifizieren jetzt, ich drehe das jetzt um. Das war eigentlich Schritt 1, dass wir den Vorteil identifizieren, das war Schritt 1, aber wir wollen jetzt erstmal eine Open Range identifizieren, mit der wir arbeiten können. Identifiziere Open Range. Da hatte ich gesagt, das kann man hier mit diesem Breakout-Indikator sich anzeigen lassen, mit diesen zwei dünnfarbenen Linien. Die Open Range, die läuft zwischen 11.300 und 27, genau, und nach oben 90. So, also 11.327, 11.390. Das sind also 63 Punkte. In Schritt 2 identifiziere Vorteil. Klammer auf, 50er EMA
auf 5 Min. Also das heißt, anders formuliert, wir haben diese blaufarbene Linie hier, das ist der gleitende Durchschnitt. Und wenn wir drüber handeln, handeln wir die Long-Seite, wenn wir drunter handeln, haben wir die Short-Seite. Offensichtlich handeln wir drüber, ergo, wir handeln drüber Long. So. Und dann in 3 ist es so, dass wir, ich hole das mal kurz hier raus, so, in 3 handeln wir den Bruch der Open Range dann in Richtung des identifizierten Vorteils mit einem Stop über und unter dem Hoch und dann einem Take Profit von 2R ausgehend vom Entry. Ich schreibe das jetzt mal hier. Was das bedeutet, das heißt, Entry Long erfolgt mit Ausbruch über die 11, über der 11,93. Der Stop liegt dann unter dem Tief der Range bei 11,327. Demnach haben wir ein Risiko von 63 Punkten, 63 P, und ein Ziel, ich mache mir hier schon mal ein Komma, 2R gleich 2 mal 63, P gleich 126 P. Und demnach liegt unser Ziel bei 126 Punkten plus 11.390 Punkte, also bei 11.516. So, passt sogar, komm, ist auch schon da. So, das ist also das Setup. Wir haben das Risiko identifiziert, das ist 1R und arbeiten dann mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2R, das heißt also 2 mal 63, also 126 Punkten, die wir auf unseren Einstiegskurs dann im Fall eines Long-Setups oben drauf addieren. Und dann landen wir bei 11.516. So, und jetzt ist nämlich das Interessante, ist es jetzt wirklich so attraktiv oder wäre es so attraktiv gewesen? Wir müssen uns dann in dem Zusammenhang bei dem Wissen um dieses Setup natürlich die Frage stellen, wie viel Potenzial gestehen wir dem Markt denn nach oben hin überhaupt zu? Da gab es jetzt ja zum einen, oder können wir ihm das Potenzial zugestehen? Da gab es ja zum einen erstmal die Tatsache, dass wir unterhalb der 11.400er Marke rein diskretionär betrachtet die Shortseite favorisieren dürfen. Ein Rücksetzer, ein Retest dieser Region ist auf jeden Fall etwas, was in Betracht zu ziehen war. Ja, das definitiv. Nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich hier erstmal wir in einen Widerstandsbereich, potenziellen Widerstandsbereich, eine Long-Position aufbauen würden. Das hemmt schon mal die Möglichkeiten nach oben, zumindest mal in einer stark dynamischen, schnellen, zügigen Bewegung durchzulaufen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht. Wir hatten mal hier ein Live-Trading-Morning-Meeting und da hat man mich morgens, war es hier? Hat man mich lachen gehört oder hat sich da woanders einen Vortrag? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall gelacht und ich wurde dann darauf angesprochen, was gibt's denn da jetzt zu lachen? Und dann habe ich gesagt, als ich dann den Vortrag gehalten habe, ich habe deswegen gelacht, weil ich gerade ein Setup eingegeben habe und das wollte ich hier groß und breit thematisieren und wollte euch das alles präsentieren. Und dann habe ich gesehen, dass während der Anmoderation des Events der Trade schon in den Take Profit gelaufen war, weil eben tatsächlich so eine schön stark dynamische Bewegung initiiert worden ist. Oder ich formuliere es mal anders. Das war mal ein Kommentar oder ein Interview mit einem der Marke der Märkte von Jack Schwager. Der sagte ein Trader, er versucht die Verweildauer im Markt so gering wie möglich zu machen, weil desto weniger er im Markt ist, also zeittechnisch betrachtet, desto weniger ist er einem Risiko ausgesetzt. Das war, glaube ich, sogar Tom Baldwin, der das gesagt hat. Das war einer oder ist einer der legendärsten T-Bond Future Trader die aller Zeiten. Das ist etwas, das ist eine unglaublich interessante Weisheit, das ist eine Weisheit, und die stimmt tatsächlich. Also wenn du in den Markt gehst, möchtest du möglichst schnell, zügig sehen, dass der Trade sich zu deinen Gunsten entwickelt. Selbst wenn du weißt, dass bestimmte Handelsansätze, und da gibt es ja sehr, sehr tolle Tools, also FXBoo zum Beispiel bietet die Möglichkeit, dein Trading super gut detailliert auszuarbeiten, auch hinsichtlich der Verweildauer im Markt zum Beispiel. Und wenn du eine durchschnittliche Verweildauer, sagen wir mal, in einem Asset, in einer Strategie hast von, sagen wir, 8 Stunden, habe ich trotzdem nichts dagegen, wenn der Trade gefilmt ist, dass der nach 10 Minuten wieder vorbei ist. Und zwar nach möglichst oder mit möglichst einem Profit. Also das ist natürlich das, worauf ich hinaus will. Ich möchte natürlich nicht nach 10 Minuten ausgestoppt werden. Dynamische Bewegung, genau. Da war jetzt nämlich der Grundgedanke, die Wahrscheinlichkeit, besteht die denn wirklich, dass wir in diesem Bereich dann solch einen dynamischen Durchlauf hier zu sehen bekommen? Ich glaube eher nicht.
Also die Wahrscheinlichkeit hierfür ist verhältnismäßig gering durch die starke Widerstandsregion, die wir dort eben entsprechend finden. So, das ist erstmal Punkt 1. Punkt 2 ist, das hatten wir gerade schon im erweiterten Sinne gesagt, wir sind zu diesem Zeitpunkt schon bereits 70 Punkte auf der Oberseite gelaufen gewesen. Also wir kamen ja von 3,20 oder 3,30 hier vom Tief der Range. Wir kamen von hier ungefähr. Sind also schon bereits 60, 70 Punkte gelaufen gewesen. Und wenn wir uns die durchschnittliche Handelsspanne jetzt mal hier anschauen, dann bleiben auf der Oberseite im Großen und Ganzen, wenn wir das jetzt mal auf die letzten 5, 10 oder auch 20 Tage anwenden, im Großen und Ganzen erweitert eigentlich nur 120 Punkte über. Das passt zwar noch zusammen mit unserem Setup hier, aber nichtsdestotrotz bedeutet das im Umkehrschluss nichts anderes, als dass wir auf jeden Fall die komplette durchschnittliche Handelsspanne der letzten 5, 10 bzw. 20 Tage ablaufen müssen, um unser Take Profit angelaufen zu sehen. So, und wenn wir das dann in Kombination setzen mit diesem Setup hier, ja, mit dem Setup, dann muss man sagen, sieht's nicht ganz so gut aus. Das kann man übrigens dann auch noch markttechnisch hier vielleicht dahingehend ausdehnen, dass man sagt, naja, man schaue auch mal, wir sind ja nur noch in einem Zug hochgelaufen. Also das heißt, wir haben nicht einmal eine kleine Verschnaufpause oder dergleichen gesehen, sondern wir sind eigentlich quasi parabolisch gestiegen. Also das muss man natürlich jetzt immer so ein bisschen in Relation setzen. Ne? Aber für den kurzfristigen Bereich ist das schon eine sehr stark überdehnte Bewegung auf der Oberseite. Und das in Kombination, also diese drei Aspekte zusammen, Volatilität, starker Widerstandsbereich auf der uns dominierenden Zeitebene plus eben dieser stark überdehnte Modus, da darf man schon legitim, denke ich, die Frage stellen und auch Zweifel anmelden, ob da wirklich noch so viel Potenzial auf der Oberseite gegeben ist. Und deswegen muss ich sagen, fühle ich mich jetzt natürlich erst recht, weil der Markt auch tatsächlich nicht uns getriggert hat, sondern auch jetzt beginnt für uns zu laufen und wir auch mit unserem Trade einen Großteil dieser bis dato aufgelaufenen Gewinne, wenn wir den aus der Open Range getradet hätten, wieder hergegeben hätten. Aber da ist es dann eben so, dass ich sage, ich würde das niemals so einfach nur pauschal in Stein meißen, sondern würde sagen, ich betrachte erstmal noch diverse andere Faktoren, ob das wirklich so eine attraktive Herangehensweise gewesen wäre. Ja? Und ich würde sagen, meine Argumente bis dato sind okay gewesen. Also, dass wir den Trade ausgehend hiervon nicht gemacht haben und jetzt tatsächlich auf der Short-Seite wiederfinden. Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, Werner fragt gerade nämlich auch, wie lange hättest du jetzt deine Pending Order denn nach oben nachgezogen, beziehungsweise wann hättest du sie gestrichen? Wahrscheinlich hätte ich sie mit zunehmender Dauer immer lieber noch im Markt verweilen lassen. Und auch nachgezogen, nicht unbedingt aggressiver nachgezogen, denn du möchtest natürlich vermeiden, dass du in einer Konsolidierung auf hohem Niveau dann plötzlich zufällig eingestoppt wirst und dich in einem Umfeld wiederfindest. Ich zeichne das mal ganz kurz grob ein, was ich jetzt meine. Also was wir ja gemacht haben, war, dass wir eine sehr starke Bewegung gesehen haben in eine Richtung, so relativ lang gezogen. Und dann habe ich ja so stückweise die Pending Order nachgezogen, um darauf zu spekulieren, dass es vielleicht früher oder später mal zum Schärferücksetzer kommt. Das mache ich übrigens nicht in einem Aufwärtstrend. Ja, also das ist jetzt ganz wichtig zu berücksichtigen. Also ich käme jetzt nicht auf die Idee, in einem Aufwärtstrend in der dominierenden Zeitebene. Also ich spiele mit dem Zusammenschieben verschiedener Zeitebenen. Und wenn ich jetzt eine Struktur habe, in der mich dominierende Zeitebene von steigenden Hochs und steigenden Tiefs, dann komme ich natürlich nicht auf die Idee, jetzt zu sagen, auf solch eine Struktur versuche ich mich hier rein zu skalieren irgendwie, weil ich darauf spekuliere, dass wir vielleicht dann etwas tiefer gehende Korrektur sehen oder vielleicht sogar hier diese Struktur brechen in der dominierenden Zeitebene, damit sich dann ein Trade auf einer untergeordneten Zeitebene chancenrisikoverhältnistechnisch und auch Payoff-Ratio technisch betrachtet massiv für mich entwickelt, sondern da spielt natürlich das übergeordnete Bild eine Rolle und ich habe jetzt hier im Grunde genommen durch dieses durch dieses Nachziehen der Pending Order versucht meinen Einstieg auf der untergeordneten Zeitebene zu optimieren, um das übergeordnet angeknackste Bild nach Unterschreiten 11.400, also diesen in den Short-Modus gerutschten Stunden-Modus, dann entsprechend zu handeln. Ja, also ich hoffe, also ich merke gerade selber, wenn ich jetzt zuhören würde, ich hätte echt Schwierigkeiten, glaube ich, mir folgen zu können. das kann ich auch deswegen sagen, weil, also für mich ist das jetzt, ich habe das alles gedanklich, ich kann das alles visualisieren. Ich weiß ganz genau, worüber ich jetzt gerade spreche, was ich plane. Ich weiß aber auch, was es für ein unglaublicher Aufwand war, mich in diesem Bereich
vorzuarbeiten, also das auch das ineinandergreifende Zeitebenen und dergleichen eben tatsächlich zu sehen. Ich hoffe, also wirklich an alle, auch gerne mal ein Feedback in die Chatbox schreiben. Ich hoffe, dass das wirklich auch, dass man mir folgen kann, dass man einigermaßen verstehen kann. Falls es nicht so sein sollte, gerne auch Fragen stellen. Also ich beantworte die liebend gerne. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, auch jetzt in Verbindung mit dem Optionsbetrachtung und so weiter, das ist ein Information Overflow. Und ich selber realisiere das gar nicht, weil es für mich natürlich täglich Brot ist. Ich schaue mir das jeden Tag an. Das ist wie, ich weiß nicht, also wo, wenn wir uns jetzt in ein Formel-1-Auto setzen würden und das für uns eine mega Überraschung wäre, setzt sich eben einen, weiß ich nicht, Nico Hülkenberg da in sein Auto und fährt halt los. Ja, er fährt halt eine schnelle Runde nach der nächsten. Warum? Er macht es schon ein Leben lang. Und das ist etwas, das sollte man dabei, glaube ich, nicht unterschätzen. Also auf jeden Fall, desto weiter, oder wieso würde ich das mit zunehmender Zeit machen? Weil eben es impliziert, dass mit zunehmender Dauer, die der Markt in diesem stark überdehnten Bereich, in diesem Wirkungsbereich verweilt, natürlich früher oder später die Nachfrage mal kurzzeitig schlagartig wegbricht und dann zumindest ein relativ scharfer Rücksetzer initiiert werden könnte. Ja, also oder anders formuliert, das sieht man jetzt auch, glaube ich, relativ gut, wenn man sich diese Bewegung jetzt hier anschaut, die erste initiale Bewegung, sieht man das relativ gut dahingehend, dass man nämlich sagen kann, wir haben relativ lange da oben verweilt und deswegen ist vielleicht auch dieser relativ scharfe Rücksetzer jetzt dann eine nicht so große Überraschung. Übrigens, ich kann jetzt schon mal ein bisschen das Risiko rausnehmen, wenn ich nämlich jetzt definitiv in einem Bereich nicht mehr long sein möchte, dann wenn der Markt neue Tageshochs markiert. Dadurch haben wir jetzt das Risiko ein klein wenig reduzieren können. Auf nunmehr sind wir nur noch bei 28 Punkten, also wir haben das Risiko jetzt um 25% reduzieren können. Nichtsdestotrotz bleibt der Trade stehen, weil ich natürlich durchaus noch vielleicht sogar auch erwarte, dass wir noch einen schärferen Rücksetzer sehen, der uns dann auch noch mal mindestens bis in den Bereich eben der Range 360, vielleicht 350 führt, ja, auf der Unterseite. Order nach. Ja, Order nachgezogen, das haben wir, glaube ich, dann auch. Ja. Das wäre es jetzt erstmal. Okay, das ist natürlich das ist ein Ritterschlag, das schreibt Werner auch gerade. Das sind Argumente, die nachvollziehbar sind. Das freut mich. Also es ist auf jeden Fall eine Kohärenz erkennbar in dem, was ich erzähle. Das ist sehr schön. Also wie gesagt, sollte das anders sein, schick gerne eine Mail. Wir können auch gerne dann nochmal überlegen, ob wir nochmal ein Spezial machen, vielleicht zum Thema Trading Setups oder auch Marktverständnis, wissen, was wir Markttechnik machen oder sonst dergleichen. Ich bin da zwar kein Markttechnik-Papst, aber ich kann euch ja mal zeigen, wie ich markttechnische Dinge einfach nutze, um ein Mehrwert für mein Trading daraus zu ziehen. Ja, also falls da Interesse sein sollte, wie gesagt, sehr gerne Feedback, Vorschläge und dergleichen mal an den Nelson schicken. Übrigens, Nelson, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich glaube, wir bewegen uns langsam so dem Ende zu. Das heißt, ich hier würde einfach mal fragen, ob du noch was zu sagen hast, was du bestimmt hast. Also, erstmal natürlich vielen Dank für das Webinar. Deine Argumente beziehungsweise dein Vortrag ist sehr gut nachvollziehbar und man kann gut folgen. Auch die Tatsache, dass ja, ich glaube, nur ein Teilnehmer tatsächlich gegangen ist, sagt vieles aus. Also von daher. Da ist der Handwerker gekommen, sie hat es geschrieben. Da genau. Ist der Handwerker gekommen. So ist es. Von daher, alles gut von meiner Seite. Ja, wir haben jetzt auch die Stunde gut Folge bekommen. Viele Informationen, auch mal einen kleinen Ausflug in den Optionsbereich, auch sehr schön. Ja, von meiner Seite aus vielen Dank auch an die Teilnehmer, dass ihr heute wieder anwesend waren. Also gerne Feedback an uns und ich leite das dann weiter. Und der nächste Termin ist, glaube ich, der 21., wenn ich mich nicht irre. Dann gerne nochmal teilnehmen. Und die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Deswegen noch einen schönen Tag. Passen Sie auf Ihre Trades auf. Der Jens hat bestimmt zwei Worte zu sagen. Und dann können wir hier das Ganze beenden. Also, tschüss. Ja, scheint ein Running Gag zu sein. Ja, von mir gibt's jetzt ein paar mehr Worte. aber ich glaube, ich glaube, bei Happy Trading, das ist so das, was ich jetzt noch zu sagen habe. Ja, und passt natürlich auf die Stops auf. Und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ja, bis dann. Macht's gut.